für Ihre Aufmerksamkeit und gute Unterhaltung. Denn jetzt kommt der absolute Hammer. Ja, liebe Freunde des Farming-Simulators, heute mal etwas ganz Außergewöhnliches, und zwar eine Mod-Vorstellung von mir. Und es handelt sich hier um dieses Gerät, wie schon hier eben gesehen. Das ist also dieses Projekt, das schon über ein Jahr läuft. So lange verfolge ich das schon hier auf ModToaster. Und wir können hier unten mal einen kleinen Einblick gewinnen, was das überhaupt ist. Ich kann es jetzt leider nicht vergrößern, aber nicht weiter schlimm. Wir sehen hier also einen Kuhstall. Da die lieben Kühe. Und gleich kommt das Gerät zum Einsatz. Ich spule mal vor. Hier wird es also beladen. Das sind also die Trichter, die wir hier oben sehen. Diese hier. Die werden befüllt mit Silage, Stroh und Heu als Mischfutter. Hier wird es dann automatisch gemixt und in diesen Förderkorb bzw. Futtermischwagen, der an Schienen läuft, befüllt in der richtigen Ration. Das können wir auch gleich alles noch sehen, wie das, ich spule mal weiter, wie das funktioniert. Nun wird er also gefüllt. Hier fährt er an den Motor ran mit einer Welle und dann wird da drin das Ganze gemischt. Und wenn er dann fertig ist, dann fährt er los und dreht seine Runde hier auf diesem Schienenband und füttert automatisch die Kühe. Okay, gefunden. Gestern total überraschend hier bei ModToaster. Steht also frei zur Verfügung. Man sieht auch schon die Downloadzahlen und die Kommentare dazu. Also absolut empfehlenswert, das Kind. Shop at Straw sollte man eventuell hinzufügen. Optional kann man machen. Ansonsten gibt es nichts weiter zu sehen hier. Das nächste, was noch interessant ist, den Feeder, diesen Mixed Feeder, kann man hier auf Modportal herunterladen. Map Viable Object ist das auch. Diese Mod benötigt ihr auch. Hier habt ihr auch den Quellcode und hier unten gibt es dann auch diesen Seeder, diesen Feeder, Verzeihung, als Objekt, den ihr selbst einbauen könnt in die Map. Was es bei ModToaster gab, das ist eine Beispielmap. Da ist er verbaut. Können wir auch gerade mal hier sehen. Da ist er schon mit dieser Halle auf der Map verbaut und ihr könnt die Map mal anzocken. Also die ist voll funktionsfähig und sind einige Goodies schon dabei. Aber genug der langen Worte, wir schauen uns das jetzt mal an. Ich beginne also einen neuen Spielstand und hier ist er schon, Mixed Feeder Beispiel Map. Ja, das könnt ihr eigentlich hier selbst durchlesen. Das ist im Grunde eigentlich nur, dass es eine Beispielmap, eine modifizierte Björnholm-Map ist. Und hier stehen interessante Kombinationen, um das Ganze auch aufzurufen. Dazu kommen wir auch gleich, wie das alles funktioniert. Wir legen mal los. Cosplay brauchen wir hier nicht. Und wir switchen gleich mal rüber, wo wir dieses Gerät auch finden. Also hier bei unseren Kühen. Das Interessante und Schöne ist, es sind schon alle Behälter befüllt, die wir haben, wie hier Silage oder sogar die Schaufel. Der Ladewagen ist schon mit Stroh befüllt. Es gibt, ich switch gerade nochmal weiter, gibt noch den kleinen Futterwagen hier, der hat auch schon Ballen drin. Hier liegen überall noch Ballen herum. Gehen wir wieder zurück. Und nun zu dem Eigentlichen. Also was ihr hier seht, diese ganze Scheune mit diesen Paletten hier, mit diesen Kisten, das ist alles eins. Ein komplettes Teil, Map Viable Object. Und hier drum geht es, um diese kleinen Trichter,
Das ist also nur ein Symbol und nicht dieses blaue Standardsymbol, das wir kennen. Also das ist jetzt das Symbol, um das Gerät zu kaufen. Hier drüben steht es nochmal. Das wäre also die gleiche Option, ob ich hier kaufe oder da drüben kaufe. Ich gehe einfach mal drauf und schon seht ihr die ganzen Informationen dazu. Geld haben wir auch am Anfang schon drauf gepumpt, damit ihr das Gerät auch kaufen könnt. Und ihr könnt es euch mal durchlesen. Einfach drauf gehen auf das Symbol und wir kaufen es jetzt mal mit C. So, nun ist die ganze Geschichte vorhanden. Hier also der kleine Motor mit der Welle. Hier ist der Mischwagen, der an der Decke hängt, an diesem Schienensystem, das sich hier einmal durch die Halle bewegt. Und hier sind die drei Trichter. Die schauen wir uns auch mal von außen an. Da wären sie. Und hier ist auch beschriftet, was da hineingehört. Silage, Stroh und Gras. Was allerdings bei mir nicht funktioniert hat, ich habe den mit der Schaufel befüllt, einmal mit Silage. Ich weiß nicht, ob ich nicht zu wenig reingemacht habe, irgendwie hat sich das nicht so gefüllt. Muss wahrscheinlich etwas mehr rein, aber die zwei weiteren habe ich nicht verstanden, wie ich die befüllen soll. Ich habe die auch versucht, mit dem Ladewagen hinten dran zu fahren und hier Stroh hineinzufüllen. Das hat also nicht funktioniert. Und mit Gras ebenso, wenn ich da einen Ballen reinschmeiße, funktioniert da gar nichts. Da bin ich noch etwas überfragt und da seid ihr eigentlich gefragt. Ihr seid die Profis darin. Wie befüllt man also diese Behälter hier außer Silage? Das hat wohl geklappt, aber wie kann ich dort weiter befüllen? Frage an euch. Nun gut, wenn ich das also nicht befüllen kann, wie in meinem Falle, dann kommt jetzt die Aktion mit den Tastenkombinationen. Und zwar haltet ihr die linke Steuerungstaste fest, dann seht ihr schon oben links erscheint ein M dazu. Dieses M müsst ihr festhalten und danach die Taste F drücken. Dann erscheint dieses Pad. Also nochmal, linke Steuerung festhalten oder Control, dann die Taste M dazu drücken, festhalten und F. Zack, ist dieses Dingelchen hier auf. Das können wir uns positionieren, wenn wir hier mit dem Mauszeiger über dieses Kreuz gehen, wo wir es haben möchten. Wir lassen es mal hier in der Mitte. Und die Funktionen sind hier belegt. Einmal mit diesem Wagen, der auf Schienen läuft. Hier unsere Trichter. Und hier drüben haben wir noch einen extra, da kommen wir gleich zu. Also schauen wir uns doch erstmal die erste Funktion hier an. Das wäre also der Wagen und wie viele Kühe wir haben. Ab 15 Kühe wird hier befüttert. Ich kann hier auch mehr Kühe einstellen oder weniger, wie auch immer. Aber ab wie viel Kühen er befüttern soll. Denn wenn ihr nur zwei Kühe habt, das könnt ihr selbst erledigen. Umso mehr, desto sinnvoller ist das Gerät hier oben. Wenn ihr Einstellungen getätigt habt, müsst ihr das hier mit dem Pfeil bestätigen. Auch wenn da nichts blinkt oder so, einfach die Maus draufhalten und klicken. Den Feeder, also dieses Gerät hier, kann ich auch manuell starten. Jetzt ist er natürlich leer, da passiert gar nichts. Mehrbedarf pro Fütterung kann ich auch einstellen, wenn ich es möchte. So, hier kann ich meine Zeiten verändern, wann gefüttert werden soll. Da geht ihr einfach hier auf diese umrandeten Felder und könnt dann hier die Zeit verändern. Machen wir das mal auf 12 Uhr zur Mittagszeit und Abendessen 18 Uhr. Ich bestätige das und hier oben ist es schon geändert auf 12. Dann das Mischverhältnis kann ich ebenfalls ändern, jeweils auf die schwarzen oder umrandeten Felder klicken und kann hier einstellen, was passieren soll. Bestätige das und schon ist das hier oben geändert. Hier unten links und rechts die Pfeile. Gelangt ihr weiter, wie halt beim Smartphone, beim Tablet, wie auch immer. Hier kommt ihr zurück auf Home, auf die Startseite. Die Walze beim Laden drehen, Walze beim Mischen drehen, Walze während der Fahrt drehen. Das ist also die Walze hier drinne. Ob die sich drehen soll oder nicht. Ich nehme mal an, auch aus Performancegründen kann man das gerne ausschalten.
und hier wie oft gefüttert werden soll. Ihr könnt also auch weniger in den Futterwagen reinhauen und dreimal, viermal am Tag füttern, wie auch immer. Das Mischverhältnis, hier sehen wir es schon, für 12 Uhr gibt es ein bisschen, müsste wohl was drin sein oder ist gar nichts drin? Ah nein, abends gibt es mehr, also das ist die Verteilung dafür. Ah ja, sehr gut gelöst, wusste ich jetzt auch nicht. Und hier ist natürlich nichts vorhanden in unseren Trichtern. Hier nochmal die ganzen Anzeigen, die wir einstellen können. Ein kleines HUD, das erscheint hier oben rechts dann. Was passiert, werdet ihr auch noch sehen. Das ist die Hand, die kann ich hier an- und ausmachen, dass ich nur einen Pfeil habe. Ein kleines Panel am Feeder, an dem Gerät selbst noch ein Panel. Und das Fördergerätchen hier, der Futterwagen, der hat auch eine kleine Lampe unten, das seht ihr am Boden, wenn es dunkel ist, kann man auch ausschalten, alles wegen Performancegründen. Und begrenzte Bunkerkapazität, das heißt, ihr könnt einstellen, wie viel da wirklich nur reinpasst in diesen Trichter. So, hier sind wir durch, dann gehen wir mal weiter zu dem nächsten. Hier haben wir also jetzt die Möglichkeit, unsere Trichter befüllen zu lassen, automatisch. Per Lieferung. Im Moment haben wir nichts drin und wie gesagt, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen, die selbst zu befüllen. Wüsste auch wirklich nicht, wie ich da Stroh oder Heu oder Gras reinbekommen soll. Okay. Silage kann ich mir jetzt bestellen. Mache ich mal etwas mehr hier mit 5000. Sage okay. Und hier nochmal bestätigen, dann wird mir das geliefert zu diesem Preis. Also ihr seht schon, recht teuer die ganze Geschichte und wir geraten dann wohl auch ins Minus. So, das geht dann weg. Dann können wir zum nächsten gehen. Stroh machen wir auch 5000. Bestätigen. Auftrag erteilen. Das geht automatisch wieder weg hier. Und wir gehen zum nächsten. 5000 für Gras. Und los geht's. Auftrag erteilen. Kurz warten, nochmal warten und fertig. So, hier können wir das auch alles einstellen, dass da wirklich nicht mehr reinpasst in dieses Gerät. Da sind wir durch und wir können zurückgehen. Und jetzt kommt eigentlich die Attraktion überhaupt. Ihr könnt Kameras benutzen. Hier sind, glaube ich, 6 oder 8 Kameras. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube 6. Ihr könnt einstellen, ob die Kamera über den ganzen Bildschirm zu sehen ist oder halt wie jetzt nur auf dem Pad. Kamera automatisch aktualisieren. Ich mache es mal auf Echtzeit. Auch aus Performancegründen. Ihr könnt das gerne einstellen, wie ihr möchtet. Und hier sehen wir jetzt unsere Kameras. Mache ich mir mal den Spaß und stelle mich mal selbst da rein, ob das überhaupt möglich ist, dass ich mich in der Kamera sehe. Anscheinend nicht. Okay. Ich müsste ja dann hier irgendwo stehen. Also hier können wir durchschalten. Außenbereich, Innenbereich. Hier können wir dann also den Feeder sehen, wie er arbeitet, ob er arbeitet, und hier können wir auch schauen, ob die Behälter befüllt sind. Also ich habe gerade bestellt, ihr seht, hier sind sie befüllt zum Teil, und das waren schon die ganzen Kameras, also mich habe ich jetzt nicht gesehen, ist auch nicht weiter schlimm. Und wir schauen mal, 7.30 Uhr, ich spule mal ein kleines Stückchen vor, aber stell mir vorher noch ein, dass hier mein ganzes Gewächs nicht kaputt geht. Okay. Ach, ups. Sorry. Geht ja schnell. So, und wieder zurück. Und jetzt schauen wir mal nach. Ich wollte das ein bisschen vorspulen, damit hier was passiert.
Hier sehen wir auch das Licht da unten. Und 18 Uhr sollte es eigentlich losgehen. Dann können wir das jetzt mal... kurz vorspulen. Wollen wir doch mal schauen. Jetzt legt er los. Jawohl, 18 Uhr. Auf die Sekunde genau. Und dort wird er jetzt gefüllt mit Silage, Stroh und Gras. Oben rechts sehen wir auch das kleine Hut, was passiert. Jetzt fährt er 13 Meter zurück zu seiner Welle. Das können wir auch über die Kameras verfolgen. Wenn wir irgendwo auf dem Weg unterwegs sein sollten, hier mache ich mal wieder Echtzeit, speichern und da fährt er, der Wagen. Jawohl, das funktioniert auch. Sehr feine Sache, da fällt mir eigentlich schon wieder mehrere Optionen zu ein mit solchen Kameras. Wenn man so ein PDA hätte und auf dem Feld unterwegs ist, solche Sachen. Mal eine Kamera aufstellen irgendwo auf dem Feld, um zu sehen, was der Helfer macht. Oder der Kollege im Multiplayer. Jetzt schauen wir uns mal die Fütterung hier an. Und das haben die Kühe gemerkt, die kommen jetzt auch gleich alle rein. Da kommt schon die nächste und die nächste. Also das funktioniert auch. Und oben wieder die Anzeige, noch 7 Meter. Und jetzt fährt er wieder zurück in seine Warteposition. Jetzt switche ich doch mal ganz woanders hin, zum Beispiel hier. Jetzt sind wir also recht weit entfernt von dieser ganzen Geschichte und können genau sehen, was jetzt hier passiert. Also hier kommt er gerade. Die Kühe sind am Fressen. Da draußen passiert nichts. Okay, und wieder zurück zu dem Kollegen. Steuerung M, F zumachen und wir schauen, bis er nochmal in die Parkposition fährt. Und das war die ganze Geschichte. Da kommt er. Also wenn ihr dieses selbst verbauen möchtet, die Halle auf Modportal ist nicht dabei. Ihr habt also hier nur dieses Schienensystem, Map Viable Objects, hier diesen Motor mit den Trichtern, dieses ganze komplette System und dieses PDA mit den Kameras, aber die Halle wurde extra dafür jetzt mal zu Testzwecken gebaut bzw. übernommen von einem anderen Modder, denn es hatte sich leider keiner gefunden, der eine größere Halle mal bauen könnte, damit man dieses Gerät auch über weite Strecken einsetzen kann. Aber nicht weiter schlimm, es gibt fähige Mapper, Modder etc., die schustern sich bestimmt mal eine größere Halle hin oder auch das Schienensystem verlängern, dass man vielleicht hier über den Hof fährt zu einer anderen Halle etc. Und ihr seht schon, er wird wieder befüllt für die nächste Ration. Hier schauen wir auch mal rein von oben. Da. Ach, im Übrigen hält er auch an. Der erkennt, wenn etwas im Weg ist. Ich stelle mich mal hier hin.
da, zack, bleibt er stehen. Etwas steht in der Fahrspur des Feeders. Da oben steht's rechts, jawohl. Also, der hat Sensoren und erkennt das. Wäre ja ein Ding, wenn er so eine Kuh umrammeln würde, die mal ausgebrochen ist. So, er fährt zum Mischen. Und los geht's zur nächsten Fütterung. Denn es stand ja in dem Verhältnis, dass er mehr reinhauen soll. Und zwar hier auf Home. Und hier schauen wir mal durch. Da die Abendfütterung ist also wesentlich höher als die tagsüber. Dann können sie in der Nacht schön verdauen, wieder keuen. Ja, ich hoffe, das ist eine Bereicherung für den LS, für mich auf alle Fälle. Also eine wirklich tolle Meisterleistung, die hier abgeliefert wurde. Ich wünsche euch nun viel Spaß damit und probiert es einfach mal aus. Zu finden, wie gesagt, hier auf modhoster.de. Steht eigentlich noch vorne direkt drin. Ansonsten suchen unter Mixfeeder Beispiel Map. Bis dahin, viel Spaß wünsche ich euch damit, euer Graf. Ciao.